Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten mittelalterlichen Rollenspiels. Hier ist euer Don Firenze und wir spielen wieder eine Runde hier im Wald in der Nähe des Banditenlagers. Und das sieht nach einem großen Banditenlager aus, so dass ich nicht glaube, dass ich jetzt da als Held da reinreite. Die Frage ist, wie wir vorgehen. Wir machen momentan definitiv zu viel Geräusche. Das müssen wir ändern. Wir könnten vielleicht... Ja, die Jagdhandschuhe sind nicht sonderlich gut. Das macht alles gar nicht so viel aus, ne? Es ist dann die Summe der Teile wahrscheinlich. Der Helm macht viel aus. Das macht viel aus. Das Kettenhemd macht viel aus. Also so wären wir nahezu lautlos, ne? Allerdings haben wir immer noch eine gewisse Auffälligkeit. Warum? Wir gucken mal in die Gefährten rein und packen das mal kurz in das Inventar. Ich dachte, ich hätte so einen bösen Trunk. Habe ich den nicht dabei? Doch, Trank des Verderbens. Den brauchen wir. Was ist das für eine? Eine Fackel. Haben wir eine Fackel dabei? Ja, haben wir. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte das einfach ins Pferd packen. Dann komme ich da gar nicht erst in Versuchung. Wir haben den Trank dabei. Du hast nichts zum Kombinieren. Was ist, wenn wir die ausziehen? Habe ich dann etwas zum Kombinieren? Nein, habe ich auch nicht. Wie kann ich die Schuhe reparieren? Brauche ich da noch ein Schuh-Repair-Set oder was? Was ist da der Punkt? Schmiedesit. Schneiderset. Wir probieren alles mal aus. Nichts zum Kombinieren. Den rettenden Engel können wir... Rovna, okay. Da können wir bei Gelegenheit mal vorbeireiten. Ledetschko. Hier ist Ratai, okay.
An der Quelle. Okay. Ja. Gut. Wir steigen mal ab. Köter, bleib. Warte hier auf mich. Ja. Hast mich schon verstanden, du Lauser. So, wir machen keine Geräusche. Sichtbarkeit 32. Sichtbarkeit 32. Wir könnten noch mal einen Apfel essen. Gut. Und jetzt werden wir einfach mal warten, würde ich sagen. Hier ist ein Tierschädel, ein bisschen weiter weg. Vielleicht mitten im Wald. Und wir werden warten bis 23, 24 Uhr, oder? Dann schlafen die hoffentlich alle. Wir sind nicht mehr überfressen, wie ich hoffe. Könnte gerade hinkommen. Unsere Energie geht trotzdem weiter runter, was ja normal ist. Ja, und dann lasst uns mal gucken, ob und wie wir hier zu Potte kommen und uns reinschleichen können. Also ich werde jetzt nicht direkt runter zur Brücke gehen, da stehen wir Wachen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir werden uns mal einfach hier nach unten begeben. In der Hoffnung, dass hier, dass wir schon wahrnehmen, wenn da etwas ist. Da vorne brennt zum Beispiel ein Feuer, das meine ich eben. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Okay. Wir gehen jetzt mal außen rum ums Lager. Kommt man hier irgendwo hoch? Oh. Hoppala. Wollen wir es versuchen? Wartet mal. Ah, wir haben den Retterschnaps nicht. Wir könnten noch mal ganz kurz... Ich würde noch mal Tatsache den Retterschnaps nehmen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den hier zu trinken, aber ich finde schon, weil sollten wir sterben... Oh, wir haben das Spiel gespeichert. Insofern, ich versuche mich jetzt mal anzuschleichen. Eine Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Geländer offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Okay, können wir gleich nochmal laden. Das bringt so nichts. Ich verstehe auch immer nicht, warum... Ich probiere das nochmal. Wieso hat der uns jetzt gehört? Das verstehe ich nicht. Oder hat jetzt... Eine Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Geländer offen, aber das ist der schnellste Weg hinein.
Nee, keine Chance. Keine Chance. Da kommen wir nicht dran. Also entweder ist es verbuggt oder ich bin immer noch zu laut. Ich könnte höchstens mal probieren. Das probiere ich jetzt nochmal. Aber da bin ich noch sichtbarer, okay. Wartet mal. Vielleicht. Helfen uns ja die Jagdschuhe. Jagdhandschuhe ein bisschen weiter. Bisschen. Wir probieren es nochmal. Eine Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Okay. Einen haben wir ausgeschaltet. Das war jetzt aber wirklich komisch, weil ich habe jetzt versucht, mich ranzusneaken, aber ich bin jetzt, der Trick war jetzt einfach, ich bin schnell hingegangen, also schneller, als ich das normalerweise machen würde. Und habe ihn dann einfach erstmal umgehauen. Jetzt werde ich ihn da irgendwo ins Gebüsch legen und abstechen. Jawohl. Fehlkopfkick. Plündern wir mal Dietriche. Nehmen wir mit. Edle Kettenhaube. Ja, auf jeden Fall. Groschen hat er nicht viel. Hasenfleisch, Honig. Oh. Ja. Silberne Sporen. Ungarisches Kettenhemd. Die sind gut ausgerüstet, die Jungs. Vernietete Schulterplatten. Eieiei. Ja, den Rest würde ich fast sagen, lass mal liegen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Schade, dass man gewöhnliches kurzes Kettenhemd, lange Kettenhaube. Silberne Sporen. Was? Krasser Shit. Ja, die hat schon noch ein bisschen Platz, die Jolante. Okay, das hat geklappt. Oh, da kommt der Nächste. Vermisst der etwa seinen Kumpel? Kommt der rüber? Scheint so, hm? Mal sehen, was er macht. Mal sehen, ob er seinen Kumpel findet. Vielleicht hätte ich doch weiter weggehen müssen. Ah, man kann ja noch langsamer schleichen. Vielleicht liegt es daran. Guck mal ins Questlog.
Okay, der geht da hin. Wir schleichen ihn mal hinterher. Vielleicht können wir hier noch was entdecken. Ein guter Platz für einen großen Kampf, aber kaum Deckung. Scheiße. Dreh bloß nicht um, dreh bloß nicht um, dreh bloß nicht um, dreh bloß nicht um. Dreh bloß nicht um, dreh bloß nicht um, dreh bloß nicht um. Diesmal haben wir den gleich. Sehr gut. Von hier aus könnten wir sie überraschen. Gepolsterte Bunthaube, Armschienenbrot. Der hat ein bisschen mehr Kröten dabei. Die Kettenhaube nehmen wir mit. Jetzt sieht der kumanische Zimmermannsaxt. Der ist nicht ganz so krass ausgerüstet wie sein Kumpel. Weil ich finde immer noch gut genug. Verbesserter Jagdpfeil. Ja, das ist ja aber auch, das ist ein Witz. Wie viel Jagdpfeile hat der denn dabei? Jetzt sind wir wahrscheinlich komplett überladen wegen der Jagdpfeile, oder? Ja. In die Satteltasche. Also das ist ja der Hammer, wie viel trägt der denn mit sich rum? Wie viel lassen wir denn fallen? Machen wir mal. Ah, so ist das schon besser. Oh Scheiße. Gucken mal, wo der hingeht. Hoffentlich findet er seinen Kumpel nicht. Natürlich bitter. Vielleicht müssen wir das auch auf zweimal machen, zwischenzeitlich mal. Der steht an der gleichen Stelle wie der andere, sowas Blödes. Auf diesem Weg könnten wir unbemerkt bis zum Lager gelangen und sie überraschen. Aber dann würden wir den Kumanen in die offenen Arme laufen. Wir laufen jetzt einmal ums Lager herum.
Wir müssten halt irgendwie versuchen reinzukommen, weil, also was ich jetzt mache, ist, ich versuche jetzt erstmal die ganzen Zugänge irgendwie zu entdecken. Und die entdeckt man natürlich am besten, indem man ums Lager rumgeht. Und dann müssen wir aber noch irgendwie so geschickt ins Lager reinkommen, dass uns A niemand sieht. Und wir B in die Lage versetzt werden, das Essen zu vergiften oder die Pfeile anzuzünden, wie auch immer. Denkt mal, hier hinten im Wald rechnet auch keiner mit mir. Komm mal hier. Oh shit. Kommt man hier rein? Nee. Aber wir müssen auf der Hut sein. Das ist eine Palisade, aber da kann's ja. Und ich weiß, danke für den Tipp. In diesem Kirchturm aus haben Sie eine gute Aussicht und diese Bogenschützen. Das wird ein Problem. Der Ajexil hat mir schon den Tipp gegeben, es gibt so einen Nachtsichttrank, ja, hätte ich kaufen können. Aber ich bin geizig und ich weiß, wahrscheinlich wird der Geiz auch irgendwie mein Ende sein. Das sind jetzt fast einmal rum, würde ich sagen. Wir müssten jetzt an dem anderen Lager sein, das wir von unten gesehen haben. Okay. Hier ist ein Haus. Kommen wir aber auch nicht rein, oder? Nee. Hier ist es wieder lichter. Da kommen wir rein. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Oh Scheiße, da kommt einer. Zurück, zurück, zurück. Ja, leg dich hin. Da kommt noch einer. Ist das wieder so ein Bug? Es war doch der gleiche. Nee, er geht wieder raus. Da kommt noch einer. Wir beobachten das mal ein bisschen. Wie spät ist das denn? Na, es ist 4 Uhr, 3 Uhr in der Früh. Na ja, gut, da sind die vielleicht schon tatsächlich schon wieder wach. Ah, das wird nichts, glaube ich. Geht jetzt davor. Wir warten jetzt mal noch ein bisschen ab. Kommt wieder der Nächste. Nee. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. In der Würze liegt der Tod. Okay. Sabotiert haben wir sie. Aber das war... Hier sind auch noch Pfeile irgendwie, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich das trauen sollte.
Vor allem, wie setze ich die in Brand? Warten hier mal. Man hat uns scheinbar entdeckt. Okay. Das war Rettung in letzter Sekunde. Die Frage ist, haben wir die Quest erledigt? Ich habe einen Teil der Nahrung vergiftet. Habe und nun kann ich eben einen Bericht erstatten. Kehre zu einem Ratzig zurück. Optional. Sabotiere die Banditen vor der Schlacht. Das habe ich doch aber eigentlich gemacht, oder? Kann man. Tja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Kehren wir nochmal zurück oder nicht? Ich denke, die werden jetzt auf der Hut sein. Ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn, hier noch großartig zu verweilen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hätte große Lust nach... Aber guck mal, Ratei ist ganz da unten. Alter, ist das weit weg. Das ist Scarlet, das ist Rovna. Hier ist... In Thalenberg hätten wir einen Händler in Uschitze auch. Uschitze ist tatsächlich näher dran. Uschitze... Neue DLC-Quest, okay. Auch mal vorbeischauen. Wenn wir nach Ratei zurückkehren. Scheiße, der macht doch Kacke, oder? Lean. Ja, jetzt haut er ab. Komm, komm, komm. So. Ich möchte kurz nach Ratei zurückkehren. Das ist zwar ein weiter Weg, den wir da vor uns haben, und ich bin mir nicht sicher. Wir probieren es jetzt einfach. Wann kommen wir da an? Gut.
Talberg. Okay, wir haben es gleich geschafft und sind zurück in Thalenberg, in Rathai. Ich würde jetzt ganz gern die Sachen verkaufen, die wir eingesackelt haben. Ja. Es war ja in der Hauptsache, waren es ja Rüstungsgeschichten. Da werden wir dann mal in die Gefährten reingucken. Das Jagdschwert. Romanischer Anführerhelm. Die Frage ist, ob ich den sonst noch irgendwie zum... Ungarische Kettenhemd. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Machen die irgendwas aus? Sporen aus Silber geben dir nicht nur mehr Kontrolle über dein Pferd, sondern erhöhen auch dein Charisma beträchtlich. Davon merke ich jetzt aber gerade nicht. Das Inventar. Schaut euch diese Gurken an, die bleiben... Die Gurken, jawohl, auf die habe ich schon gewartet. Waschen uns mal, dass wir ein bisschen ordentlich sind. Und jetzt gehen wir erstmal zum Rüstungsschmied. Hallo Rüstungsmeister. Gott segne dich. Kann ich dir helfen? Wir gucken mal, was wir... So, wir reden jetzt nochmal mit ihm und jetzt wollen wir verkaufen. Lass uns handeln. Ganz 39, 44, 27 und 37, 42, 26. Die ist besser. Okay, dann kommt die hier in den Warenkorb. Silberne Rittersporn. Machen die irgendwas besser? Silbernen bleiben da.
Und jetzt falsch mal. Sprechen wir den Preis. Ah, das gibt einen fetten Batzen. Und das sind tatsächlich nur 2 Kumanen gewesen, ne? Wie wär's denn mit 2050? Was sagst du da? Weniger. Ja, jetzt zick hier mal nicht rum. Ah, komm. Ja, seit... Jetzt gucken wir mal ins Inventar. Das ist... Hä? Moment. Hä? Ach doch, da. Die sind natürlich von der Armrüstung her viel besser. Ja, dann können wir die nämlich noch verkaufen. Dann machen wir das mal. Reparatur. Und die Jagdhandschuhe machen wir auch. Falschmetz nicht großartig. So, wir haben 2800. Kommt mir wenig vor, aber ja, wir hatten ja viel ausgegeben. Insofern haben wir wieder ordentlich zugelegt. Dann gehen wir jetzt hier nochmal raus und gehen zum Schwertschmied. Gott sei mit dir. Können wir irgendwas reparieren? Ja, aber das wollen wir nicht reparieren, sondern wir wollen was verkaufen. Lass uns handeln. Jagdschwert will raus, Sachs will raus. Wir könnten mal gucken. Hat der vielleicht ein besseres Schwert treuer Gefährte? Ich will auf alle Fälle vielleicht doch eher mit einem Langschwert kämpfen, ohne Schild. Der Stecher und die Sichel. Im Stechen. Nee, da ist halt nichts dabei. Der Stecher ist halt cool, aber erstens hört sich das irgendwie falsch an. Nee, da ist wirklich nichts dabei, was mir jetzt so wesentlich besser als besser ins sehr ausgeglichenes Schwert haben wir da schon. Und ich würde sagen, das passt dann an der Stelle halt. Prüfen den Warenkorb und schließen den Handel ab. So, und jetzt rüsten wir uns mal aus. Inventar. So.
Ja, ich würde schon sagen, dass wir wie ein Ritter mittlerweile aussehen, ohne Furcht und Tadel. Da muss uns schon erstmal einer beikommen, würde ich sagen. Wir sind aber noch leicht überladen, was mich ja nicht wundert. Dank des Verderbens. Wir essen das mal. Aber hier ist jetzt so viel nicht dabei, was Dank des Verderbens Rezept, okay. Ja, das sind die Dinge, die wir für den Fall der Fälle dabei haben. Rüstung, das haben wir alles angelegt. Die Eibenbögen sind natürlich noch ein bisschen was wert. Und wie schon gesagt, ich will mal dieses Schild auch ablegen. Und tatsächlich nur mit Langschwert kämpfen. Das ist mal ein Versuch. Ist übrigens auch ein Tipp vom lieben Ajexel, das mal auszuprobieren, werde ich machen. Und so, damit sind wir auch wieder ganz en vogue. Frisches Brot von heute Morgen. Zwiebeln, Pilz und Spargel. Traut euch nur. Kommt her. Da würde ich sagen, reiten wir mal zur Mühle. Vielleicht lesen wir dort noch ein bisschen, aber auf alle Fälle brauchen wir eine Runde Schlaf. Und dann würde ich fast vorschlagen, dass wir ja, zurück zu unserem ja, wie sagt man, Lehnsherrn, Dienstherrn gehen. Und ja, ich würde sagen, dann werden wir wahrscheinlich auch dieses Dorf mit den Kumanen angreifen. Da hätte ich Bock drauf. Aber das ist dann sicher was für die nächste Folge. Das würde jetzt natürlich zu lange dauern. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes zu lange dauern. Stellt euch mal vor, man würde Medieval Dynasty mit Kingdom Come Delivery kreuzen. Irgendwie so, dass man ja sich selber was aufbauen kann. Wäre das nicht hervorragend? So, wir setzen uns mal hin und schauen mal, ob wir was zum Lesen haben. Dem scheint nicht so zu sein. Ich pack das mal. Diese ganzen Kräuter, die werde ich jetzt trotzdem nochmal hier in die Truhe packen. Zur Not müssen wir eben hierher zurückreiten. Was? Die Kunst des Aufbrechens. Speisen des Herkules, Mythen der Rhetorik. Die Schatzkarte nehmen wir mit. Verbände nehmen wir mal 5 mit. Und Dietriche nehmen wir mal die 3 mit und noch einen guten oder 2 gute, das sollte reichen. Okay, dann. Hallo? Ah, schockschwere Not. Ja gut, dann lasst uns pennen, dann legen wir das danach wieder an. Schlafen und speichern.
Wir könnten natürlich auch noch mal zu diesem Lager reiten, ne? Kann man eigentlich sehen, welche Rezepte wir schon haben? Weil ich würde gern tatsächlich ein paar Retterschnäpse noch vorher brauen. Sieht man das irgendwo? Alchemie? Nee, das sieht man das nicht. Allgemein, Orte, bla bla bla. Ereignisse, Tutorials. Nee. Tutorials, Alchemie. Alchemie ist eine. Findest du auf der rechten Seite des Tisches? Vielleicht ist es noch etwas, was wir machen. Beim nächsten Mal. Und zwar nehmen wir mal alles mit, was wir an Kräutern haben. Und Blumen und Salz und was nicht alles, hast du nicht gesehen. Spinnennetz, Tollkirsche, Wermut. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Oh, guck mal, wir könnten einen Teil unserer Groschen da lassen. Aber das machen wir nicht, wir nehmen die auch mit. Ja, das ziehen wir dann beim nächsten Mal raus. Jetzt schlafen wir mal, würde ich sagen, und dann sehen wir uns entsprechend in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.